Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns einmal hier an der Obsidian-Zitadelle besorgen können. Und zwar befindet sich die einmal in der Küste des Erwachens. Wo müssen wir da hin? Und zwar bin ich hier auf den Koordinaten 25, 55 und dort haben wir einen Händler. Und zwar haben wir bei dieser Händlerin verschiedene Sachen, die wir uns kaufen können. Unter anderem gibt es da ein Pad und es gibt auch verschiedene Customize-Optionen für unseren Drachen, auch ein bisschen Ausrüstung und es gibt auch ein Toy. Das habe ich mir jetzt gerade eben schon gekauft und das wollen wir uns einmal angucken. Jetzt schauen wir bloß mal rein. Das Toy ist nämlich hier einmal Schrank der endlosen Umhänge. Ich habe das schon mal so ein bisschen ausprobiert gehabt und das kriegen wir dementsprechend von dem Händler für, ich glaube, 20 von dem Stoff aus Dragonflight und dann nochmal 150 von den Ressourcen. Also sprich, die Mats sind jetzt nicht sonderlich überschwänglich. Einen Ruf, um das kaufen zu können, müsst ihr, das ist nämlich der Rüstmeister von Furorion, wie ihr seht, Minimum Stufe 2 sein. Vermute ich jetzt mal. Das Problem ist, Blizzard zeigt es ja einem immer nicht an, wenn man Sachen schon erfüllt. Also wenn man den Ruf erfüllt, zeigt es mir nicht mehr an, was man gebraucht hätte. Mein Hexer ist Stufe 2 und bei dem war es so, dass er dementsprechend das Toy auch schon kaufen konnte. Es kann natürlich sein, dass man es auch schon mit Stufe 1 kaufen kann. Das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig sagen. Wie ihr den Ruf hochbastelt, werde ich euch gleich nochmal erklären. Was macht das Toy? Ihr habt Zugriff auf Furorions persönlichen Kleiderschrank. Da ich es jetzt eben schon eingesetzt habe und das Ganze eine Viertelstunde Abklingzeit hat, setzen wir das einmal hier mit meinem Hexer hin. Ihr seht, da haben wir es. Und das können wir jetzt einfach anklicken. Und wenn wir es anklicken, dann kriegen wir einfach random irgendeinen Umhang. Das hält 30 Minuten und hat aber komischerweise hier auch irgendwo eine interne Abklingzeit. Der Dumm und ja, mein Umhang sieht sogar ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ich kann es mit meinem Hexer jetzt auch mal anklicken. Schauen wir mal, was der für einen Umhang kriegt. Der kriegt, das ist auch einer von diesen Legendary-Umhangen, oder? Irre ich mich jetzt gerade. Zumindest sieht er auch nicht so schlecht aus. Genau, also da gibt es anscheinend verschiedenste Umhänge, die man sich holen kann darüber. Ist komplett random. Wie viele das sind? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wahrscheinlich viele. So, wo kriegen wir jetzt diese Ruffraktion her und wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier in der Obsidian-Zitadelle, wenn ihr die Kampagne soweit durchgespielt habt und das freigequestet habt, zwei Fraktionen. Einmal haben wir Furorion und einmal haben wir Sibalion. Da könnt ihr pro Woche einen von beiden aussuchen. Da kriegt ihr dann nochmal eine extra Möglichkeit, bei dem Ruf zu bekommen, indem ihr quasi Schlüssel abgibt. Hier haben wir nämlich einmal Sibalion stehen und unten haben wir Furorion stehen. Bei denen gibt es wöchentliche Quests, beide egal, wen ihr auswählt. Und dementsprechend kriegt er da relativ viel Ruf. Das sind, glaube ich, über 2500 Ruf pro Quest und da geht es schon relativ zügig, da man ja sowieso für eine Stufe nur 8400 Ruf braucht. Zusätzlich kann man dann quasi bei dem, den man ausgewählt hat, nochmal einen Schlüssel abgeben, um viel Ruf zu kriegen und danach können wir bei beiden so viele Schlüssel abgeben, wie wir wollen. Wo kriegen wir diese Schlüssel her? Und zwar können wir uns die selber zusammenbauen, indem wir Schlüsselfragmente sammeln und Schlüssel formen. Beides von diesen Sachen droppt von allen möglichen Elite-Mobs hier in der Festung, also die müsst ihr einfach grinden, optimalerweise natürlich mit einer Gruppe. Und dann setzt ihr das zusammen, könnt quasi das an einem Tag auch komplett auf Max grinden, wenn ihr das wollt. Und dementsprechend dann das Toy kaufen und noch viele andere lustige Sachen. Gut, das war's eigentlich mit dem kleinen Video. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.